Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons. Wir wurden in der letzten Folge mehr oder weniger dazu gezwungen, ein Feld zu pachten. Und gucken uns ganz bestimmt heute mal an. Ganz bestimmt. Ich hatte eigentlich absolut keine Lust drauf, aber wir müssen das hallo tun, weil das die Story so vorgibt. Ich meine, ja, okay, es ist nicht schlecht, aber ich fand es schade, dass ich das jetzt machen musste. Weil ich mich natürlich erstmal um meine eigenen Pferde ordentlich kümmern möchte. Ja, ist gut, liebe Hanako. Wir melken dich. Alles im grünen Bereich. Bin ich schon ein bisschen hinterher, so. Oh, komm, das gefällt dir doch. So. Genau. Dich kann ich nicht melken. Nee, das war jetzt irgendwie falsch. Gut. Bürste? Sehr schön. Dann bürsten wir dich einmal. Und ich auch noch. Lauf nicht weg! Nicht weglaufen! Oh, gut. Hanako. Hanako mag es nicht, gepflegt zu werden. Das ist irgendwie nicht so ihr Ding. Sie ist eher die wilde Kuh. So, jetzt muss ich mal wieder gießen. Hatten wir schon lange nicht mehr. Diese Situation, dass ich gießen muss. So, das fällt noch. Dann darf meine Gießkanne auch leer sein. Ja. Boah, ich kann voll gut voraussehen und so. Gut, ich versuche jetzt gleich diesen Stein unten wegzukloppen, in der Hoffnung, dass das wirklich klappt. Ich hoffe es einfach mal. Ja, da haben wir noch nicht wirklich viel Geld, dass ich auch meine Energie wieder auffüllen kann. Ich hoffe wirklich, dass es nicht mal viele Klopper sind. Weil sonst wird es auch andernfalls mit der Kartoffel, mit meinen Kartoffeln eng. Wegen halt Anbauen und Ernten und ihr wisst schon, das ganze Zeug halt und so. Wir gucken einfach mal. Oh, noch zwei Felder. So, und noch. Oh Gott, da ist noch eins. Es sind so viele Felder. Leute. So, sehr gut. Okay, jetzt probieren wir es mal. Alter Hammer. So, okay. Weg, 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 weg. Geh. Sehr gut. Yeah, es gibt auch ganz viele normale, große Steine. Geil. Cool. Cool. Melkmaschine, Wollschere, Axt, Gießkanne, Hammer, Bürste, Hacke. Bam, 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 bam. Der letzte Schlag ist immer unnötig, meine Liebe. So. Und jetzt noch zweimal Kartoffelsamen sehen und dann nochmal gießen und dann bin ich eigentlich durch. Perfekt. Perfekt. Ich bin richtig zufrieden. Ja, da. Gießkanne, noch alles schön bewässern. Wie geil, ne? Ich kann nicht klagen. Es ist nice. Natürlich hier noch, das ist noch so ein bisschen ein kleiner Dorn im Auge, aber sonst gar nicht mal so schlecht. Okay, hier oben, das wird ganz lustig. Ich muss wirklich gucken, was ich jetzt hier wegschlage. Ich würde gerne wirklich hier oben ein paar Bäume anbauen, so. Das wäre ziemlich nice. Also die Pfirsich-Setzlinge einsetzen. Muss ich wirklich mal schauen, aber jetzt erstmal werde ich gezwungen, mir die Pachtfelder anzugucken, was ich natürlich im Sinne des Let's Plays ja doch gern mache. Oh, Ottmar kommt mir entgegen. Ottmar? Da. Hey! Guten Morgen, Yumi. Wie geht es dir? Na gut? Na dann ist ja gut. Und der Lutz? Das Kopftuch gefällt mir. Das sieht gut aus. Na, das sagt Lutz irgendwie immer. Gucken wir mal, ob es hier irgendwie so krass, voll krass Holz gibt. No. Gibt es hier voll krass Holz oder eine dicke Biene wenigstens? Ja, eine dicke Biene. Dicke Bienen sind immer cool. Oh, das war jetzt Unkraut. Meine Güte. Meine Güte. Ach du meine Güte. Okay. Ganz ruhig. Ups. So. Da gucken wir mal vorbei hier, ne? Ich muss, glaube ich, hier runter. Jupp. Oh mein Gott. Der Himmel. Wir können also auch wieder Holz in Stuffs. Ich glaube, das untere ist meine. Das obere gehört jemand anderes. Aber das nehme ich hier fleißig alles ein. So, perfekt. Kann ich irgendwie so rum oder so? Nee, das ist. Das gehört mir nicht, ne? Du solltest dich andere Leute verändern. Gut. Okay, alles klar. Das hier unten müsste dann. Oh, was bist du denn? Was bist du? Ein. Ratten, Wiesel, Waschbär? Ich bin mir nicht sicher. Oh, eine dicke Biene. Der andere dicke Biene. Was bist du denn für eine dicke Biene?
eine Riesenhonigbiene. Oh, sie ist riesig. Die behalte ich für immer. Das wird meine riesige, dicke Honigbiene sein. Ja, das ist jetzt hier mein tolles Feld. Ja. Was ist denn hier noch los? Ohne Libelle. 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 Ich will die Libelle haben. Eine Feuerlibelle. Und noch eine Feuerlibelle. Ich bin voll Insektensammler, das ist so schlimm. Was ist das? Kleiner Kohlweißling. Aha. Okay. Ich gehe trotzdem mal alles kurz ab. Ja, jetzt kann ich hier was. Wurzelgemüsefeld. Ja, whatever. Was ist jetzt hier an dem Gut? Ist da irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt so genau zu bedeuten hat. Ich bin noch sehr unsicher. Ich gehe mal kurz hier hoch. Ja. Ist hier noch irgendwas? Ja, nee. Weniger. Es wird, glaube ich, wirklich schon von den anderen Farmern hier so ein bisschen sauber gehalten. Oh! Noch eine riesen Honigbiene! Mm. Wird das jetzt irgendwie noch erklärt, was jetzt. War nicht irgendwie was, dass ich jetzt was besonders gut anbauen kann? Ja, wer weiß. Ich lasse das jetzt einfach mal so nebenher laufen. Ich habe jetzt eh nicht vor, da jetzt in nächster Zeit was anzubauen. Können wir nochmal gucken. Können Wurzelgemüse und Blattgemüse angebaut werden? Okay, Hinweis. Ohne Erlaubnis der Gilde darfst du hier nichts anbauen. Danke für den Tipp. Gut, das haben wir dann nämlich jetzt auch erledigt. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Dann würde ich jetzt indirekt auch schon mal anfangen. Oh, kleines Häschen, das Angst vor mir hat. Ja, oben die Bäume zu entfernen. Das müsste ja demnach jetzt logischerweise ja auch gehen. Ich war dem irgendwie zu blöd. Da muss ich mich halt eben so langsam Stück für Stück da irgendwie durcharbeiten, weil hier hinten in der Ecke hätte ich das gerne. Ich kann ja da die Ansicht nicht drehen, was mich sehr traurig macht. Kann ich denn überhaupt schon? Wartet mal, Hacke. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie so. Ich glaube, da hier musst du erst dran glauben. Dieser Baum hier. Gut. Auf den werde ich zuerst erstmal in Fokus legen. Es wird bestimmt ein paar Tage dauern. Wow, okay. Einmal dagegen geschlagen und schon erschöpft. Okay. Ja, das wird eine Weile dauern. Gut. Hier, den muss ich natürlich auch noch irgendwann entfernen, aber der ist jetzt gerade nicht so relevant. Ich meine, jetzt meine Güte, der eine Platz. Ja, was jetzt aber unten anbauen will ich jetzt auch nicht. Wegen A, kaum Energie. Und B, der Monat ist eh schon fast vorbei. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt einfach mal schon mal schlafen. Sicher, Zeit schlafen zu gehen. Guten Morgen, Yumi. Ich bin's, Veronika. Schon wieder? Es tut mir leid, dass ich dich so früh am Morgen störe, aber ich habe Neuigkeiten für dich und dachte, du möchtest sie vielleicht sofort hören. Ab heute bietet die Gilde einen neuen Dienst an. Okay? Dieser neue Dienst nennt sich Street Pass. Ich bin ein großer Street Pass-Fan. Kannst du dich hier in der Gilde für die Aktivierung des Dienstes... Wow, ja, sehr gut. Das will ich auf jeden Fall. Danach wird jeder in deiner Nähe mit einem Nintendo 3DS und einem Exemplar des Spiels deine Stadt besuchen können. Warum sollte er das wollen? Besucher, die sich für Office Street Pass eingetragen haben, werden natürlich die Stadt besichtigen können. Und wenn du mit Besuchern sprichst, wirst du sehen können, was auf deiner Farm passiert ist, als sie zu Besuch waren. Was? Wenn du 2 Tagebücher führst, brauchst du dir deswegen keine Sorgen zu machen. Die Besucher werden in beiden Städten kommen können. Das ist gut, da gehen wir auf jeden Fall dann runter und aktivieren den Street Pass. Wenn du dich für das Street Pass einträgst und über Street Pass mit anderen Nintendo 3DS... bedenke bitte Folgendes. Dein Name deines Charakters und die Namen deiner Tiere und deiner Farm werden für andere Street Pass-Nutzer sichtbar sein. Wenn ein Tiername eine Ziffer enthält, wird sie für andere Spieler als Sternchen angezeigt. Wenn du die Street Pass-Funktion nicht verwenden willst, trage dich bitte nicht für Street Pass ein. Wenn du dich entscheidest, dich einzutragen, ja, ist ja gut. Aktive Fahne, Spielpass in jedem neuen Tagebuch an. Ja, der Spielpass wird aktiv, wenn du das Spielpass ausgeschaltet hast. Ja, wir können eine spätere Aktivierung und somit kein Problem. Dafür müssen wir entscheiden und sprechen. Ja, ist gut. Danke.
Ich werde dir über die Vorzüge von Street Pass etwas zu lesen ins Bücherregal schenken. Ja, das ist sehr gut. Das würde mich mal interessieren, was es überhaupt für mich jetzt bringt mit Street Pass. Ob ich da irgendwas bekomme. Nun gut, ich muss los. Entschuldige die Störung. Ah, gut. Ja, gut. Ja, Street Pass. Einmal nach Trophäen, Briefe, Farmratgeber. Schauen wir mal bei Street Pass nach. Ich muss mal ganz kurz kratzen. So. Müsste ganz unten sein. Nein, das ist natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, was das hier sortiert ist. Pflege Street Pass. Wenn du Street Pass Interaktionen mit anderen Spielern, Street Pass immer können eine Tour durch die verschiedenen Gegner in der Stadt machen und sich eine einzelne Vision von bla bla bla. Okay. Okay, wirklich, was steht jetzt auch nicht dazu? Schade. Gut, so viel dazu. Ja, werden wir auf jeden Fall dann nachher gleich noch machen. Aber erstmal natürlich, wie das Übliche, sich um alles hier kümmern. Gießkanne. La 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 la. La 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 la. Liebe schöne Felder hochwachsen. Aber ich weiß gar nicht, ob das auch wichtig ist, dann hier diese Prachtfelder da. Also ich, bis jetzt komme ich ja hier wirklich sehr gut zurecht. Das ist eigentlich jetzt gerade so kein Problem. Naja, mal gucken. Ich werde es bestimmt da auf jeden Fall mal nutzen. Vielleicht wächst ja auch das Zeug dann besser oder so. Ich, keine Ahnung. Wir werden sehen. Gerade auch, ich glaube, auch so für Reis oder so ist es, denke ich mal, schon wichtig dann. Da unten so Reisfelder, das geht, glaube ich, nicht so leicht, hier irgendwie nachzubauen. Für einige Sachen wird es bestimmt schon praktisch sein. Ups, das wollte ich gerade nicht. So. Hier noch weiter. So. So. Kann ich nochmal gießen? Nein. Ist jetzt fertig. Da 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 da. So, ja, sehr schön. Oh Gott, die sieht immer schlimmer aus. Gottchen, nicht, dass ihr noch krank werdet. Streichel, Streichel, Hanaku sieht heute richtig lebhaft aus. Ich kann dich bestimmt melden. Ja, danke für den Hinweis. Mache ich schon. Bin schon dabei. Oh Gott. Mann, ich brauche wirklich dringend eine Heugabel. Och, Hanaku. Ah! So. Waschere Bürste. So. Alles klar, dann gehe ich wieder. Oh Mann. Vielleicht soll ich doch mal nachgucken, wie ich mehr Eisen bekomme. Dann muss ich mich doch mal spoilern. Gut. Dann würde ich sagen, ich kann auch gleich mal mit Masaru runterreiten, um den Street Pass zu aktivieren. Das war, denke ich mal, gar nicht so eine schlechte Idee sein. Na komm. Komm, Pferdchen. Und danach würde ich mich dann auch wieder um die Bäume oben kümmern. Das ist halt für mich auch momentan wirklich auch Priorität. Kannst du was überlegen, wo ich lang muss? Ach ja, ich kann auch die ganzen Sachen, die Stöcke und Steine und so einsammeln. Das war, glaube ich, auch noch eine gute Idee. Halt eben so die täglichen Aufgaben, ne? Ist ja normal. Oh, ja, nochmal ein bisschen was. Lass mich mal runter. Hallo. Wieso lässt du mich nicht... Hä? Irgendwie bin ich zu dumm fürs Spiel. Ich weiß auch nicht. So. Und nochmal drauf. Und... hier drüben vielleicht. Ist hier irgendwas? Nope. Ich kann nochmal auf meinem Feld gucken. Da könnten ja auch wieder Steine und sonst was sein. Und dicke, riesige, dicke Bienen. Große, dicke Bienen. Boah. 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 Halt damit. Ja, das wird langsam. Ich muss auch dazu noch coole Soundeffekte mit meinem Mund machen. Na, ein kleines Weasel. Dicke Biene. Nope. Nope, 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 nope. Okay, schade. Na gut, dann guck ich mir nochmal ganz kurz unten, ob da nochmal ein paar Sachen sind. Ja, liebes Pferdchen, du wartest hier brav. Wir gehen hier alles durch und schrecken der Hut aus.
Sieht doch nicht so geil aus gerade. Von der Ausbeute her. Nee. Noch mal eine Feuerlibelle. Ja, von mir aus. Ey, Feuerlibelle? Bist du mal irgendwie kacke oder so? Feuerlibelle. Danke. So, das dürfte noch nicht gehen. Na gut. Okay, das war jetzt ein bisschen enttäuschend. Alles, was ist denn das? Kann ich nicht einsammeln? Kann man nicht einsammeln? Nein, du siehst noch cool aus. Na gut, dann halt nicht. Da. Und zack. Wuhu. Okay. Ich bin sowas von bereit. Wart. Huch, hier noch. Nein. Ich glaube, man muss auch nicht jeden Tag alles absuchen. Wenn ich das so richtig beobachte, kann man auch mal einen Tag aussetzen. Dafür ist dann mehr da. Oh, aber hier kann man wieder mal schön pflücken. Ja, genau, das Unkraut. Das ist genau das, was ich wollte. So, und hier. Sehr schön. Nase kratzen ein bisschen. So, geht das hier schon? Nein. Na gut. Pferdchen, da bist du. Und so. So, ich wollte zur Gilde, genau. Und Street Pass aktivieren. Vielleicht erzählst du mir nochmal was zu den ganzen Prachtfeldern. Ah, wie kann man in der Gilde? Wie kann ich dir helfen? Mehr Spieleroptionen. Wie kann ich dir helfen? Street Pass aktivieren. Gut, wir werden Street Pass jetzt aktivieren. Ja. Die Aktivierung ist abgeschlossen. Bedenke bitte, der Street Pass, auch wenn du nicht spielst, weiter aktiv sein wird. Street Pass Einstellungen. Nein. Das ist alles okay so. Öffentliches Feld Prachten. Geht jetzt nur das hier? Ist das jetzt. Also, ich habe jetzt hier quasi. Das ist für Kohl. Das hier ist quasi für Sachen, die. So. Ja. Kartoffeln und Rüben. Was natürlich total sinnlos ist, weil. Ja. Ich natürlich das alles jetzt bei mir angebaut habe. Das ist gut für Mais. Das ist vielleicht gut für irgendwelche Teeblätter oder so. Obstbäume tippe ich mal. Chili oder generell so Paprikapflanzen. Blumen. Und das ist gut für Bienen, denke ich mal. Hier so für Honig. Das hier ist vermutlich Reis und das hier ist Weizen. Im Moment brauche ich nichts. Danke. So. Gut. Alles klar. Ich gehe mal zu Rhaegar. Rhaegar. Vielleicht kann ich heute mal was holen bei ihm. Außerhalb der Geschäftszeiten ist dieser Laden geschlossen. Wie sind denn diese lustigen Geschäftszeiten, wenn er nie offen hat? Hä? Stehen die hier draußen irgendwo? Hier? Ach da. Sonntag, Samstag und mittags. Achso, okay. Gut, bitte. Wir warten jetzt noch ganze gleich 5 Sekunden jetzt. Gut, jetzt gehen wir mal rein. Und ich hoffe, jetzt hat er was für uns. Weil wenn nicht, bin ich enttäuscht. Willkommen im Restaurant. Komm herein und schlag dir den Bauch mit leckerem Essen voll. Wow, sind überhaupt eine Steuer. Ja, okay, ich denke mal, hier kann man sich einfach mal so ein bisschen die Lebenspunkte ein wenig auffüllen. Geht eigentlich. Gemüsekuchen, Menü. Könnte man mal machen, aber momentan in unserer jetzigen finanziellen Lage lohnt sich das, glaube ich, jetzt noch nicht so. Später dann vielleicht schon mehr. Wo habe ich nochmal Masaru geparkt? Ach, da. Masaru, du läufst hier rum. Finde ich nicht gut von dir. Ist nicht gut. Ist uncool. Hier unten wird nichts Neues sein. Das hätten sie dann angesagt. Okay. Ist auf dem Marktplatz irgendwas los? Wir schauen mal ganz kurz. Ich glaube, es steht nichts im Kalender. Ich hätte mal im Kalender vielleicht mal gucken sollen. Hat eigentlich nicht bald Klaus Geburtstag? Ich gehe mal kurz zu Klaus. Was auch zufälligerweise heute Geburtstag hat. Ich war mir nicht mal sicher, wann es jetzt war. Aber ich möchte seinen Geburtstag auf keinen Fall verpassen. Und sicher. Ich meine, bevor ich jetzt nochmal runterrenne, mache ich es am besten jetzt gleich. Gucke ich einfach jetzt hier nach.
So. Alles klar. Warte hier, mach so Ruhe und weh, du haust wieder ab. Du Lümmel. Falsch. Hier. Ach da. Du scheinst immer richtig beschäftigt zu sein. Du solltest mich einmal besuchen kommen. Ich könnte eine Ich glaube, ich müsste ihm vielleicht schon was schenken. Ich gucke meiner Geburtstagskarte zu Hause. Ach, nicht, dass ich jetzt eine Blume schenke. Ich glaube, das würde ihm gefallen. Ich meine, so duftende Sachen mag er bestimmt. Da kann er bestimmt noch Parfüm draus machen. Das wäre gut. Also ich gucke jetzt nach. Ich glaube, er hat erst morgen oder übermorgen. Ich will auf jeden Fall, also wirklich, ich will auf jeden Fall ihm was schenken. Das möchte ich auf keinen Fall vergessen. Ja, gucken wir einfach mal. Aber Rhaegar oder Rhaegar, ich sag einfach Rhaegar. So Rhaegar, Rhaegar, Rhaegar. Da würde mir auch ganz gut gefallen. Wir gucken mal, ne? So. Ich bin zu dumm, immer lang zu reiten. So. Gucken wir gleich mal, wenn der Klausi Geburtstag hat. Klausi! So, ja, hier. ja, der hat morgen Geburtstag. Alles klar. Alles klar wie Klaus. Okay, lass mir das lieber. So. Ich bin gespannt. Langsam wird das ja doch was. Also Street Pass haben wir jetzt schon mal aktiv. Jetzt einige von euch hatten auch mal was von Mehrspieler-Modus geschrieben. Da bin ich jetzt mal gespannt. Weil jetzt Street Pass ist jetzt nicht unbedingt Mehrspieler. Da steht zwar Mehrspieler, aber Mehrspieler ist es nicht wirklich. Okay, gut. Jetzt bist du hier dran. Ich hoffe, du bist fällbar. Ich guck mal, ob da ein Bam kommt. Ja. Ich fühle mich irgendwie erschöpft. Na, bringt das was? Kommen hier irgendwie andere Geräusche, wenn ich das hier mache? Nee. Oh, Mann. Es wird ganz schön hart, diesen Baum zu fällen. Aber das heißt, dass es nicht unmöglich ist. Gut, alles klar. So wie dazu. Hier bin ich auch ganz zufrieden mit. Die Kartoffeln hier sehen auch schon ziemlich gut aus. Na gut. Da würde ich jetzt langsam wieder ins Bettchen gehen. Mhm. Okay. Sehr gut. Oh, ich habe noch gar nicht gedrückt. Was? Wie? Was? Wo? Wie? Wo? Wann? Okay, gehen wir einfach mal ins Bett. Soll ich ins Bett gehen? Ja, Zeit zu schlafen. Ja, ganz genau. Mal gucken, wie es auf dem Feld so aussieht. Hier ist noch nichts fertig, aber ich habe auch nichts anderes erwartet. Ich gucke gerade so auf die Uhr und würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Wisst ihr, da heißt du mir Let's Play Story of Seasons. Vielleicht werde ich offscreen mich hier noch ein bisschen um die Farm kümmern, noch ein bisschen, und vielleicht noch ein bisschen Zeug so sammeln. Lass mal sehen. Auf jeden Fall, ciao, bis zum nächsten Mal. Bye.